Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem neuen Teil der drei Bücher, die Reihe von mir. Ihr konntet mir da auf Instagram ja ein paar Fragen, Ideen da lassen, und wir sind jetzt, glaube ich, beim siebten Teil, wenn ich mich nicht irgendwo verzählt habe. Und heute geht es um Bücher, die mir wie Urlaub vorgekommen sind an einem idyllischen Ort. Grundsätzlich bin ich ja ein großer Fan dieser Wohlfühlromane, wo man irgendwie ans Meer fährt, an eine Küste fährt, irgendwie an ein schönes Städtchen, in eine Buchhandlung oder irgendwie an eine Bäckerei. Sowas gab es ja alles schon. Und ich habe jetzt mal drei Bücher hier, zwei in haptischer Form, eins als E-Book. Und ja, dachte, darüber sprechen wir so ein bisschen. Als erstes möchte ich von Jackie Fellgood Verliebt in Miami nennen. Ein Buch, das jetzt doch schon so ein bisschen länger her ist, 5, 6 Jahre, ist das Cover abgöttisch liebe. Ich bin ein großer Fan von Palmen und Monstera und von Pink und Gelb. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir richtig gut. Und Jackie Fellgood entführt uns hier eben nach Miami zusammen mit Nicole, die hier als, ich glaube, so eine, ja, Luxusimmobilienmaklerin wird sie genannt, ist sie hier unterwegs, und wir begleiten sie zu ihrem letzten Deal, der ihr dann endlich eine Partnerschaft einbringen soll in dieses Immobilienbüro. Aber natürlich gibt es in Miami ja auch Mangroven und den Umweltschutz und so ein bisschen was, was man auch, ich sage jetzt mal rein, so vom Umweltaspekt bedenken sollte. Und das hat Jackie Fellgood hier wunderbarst erzählt. Ich mag ihre Liebesgeschichten wahnsinnig gerne. Ich finde es toll, dass es sich sehr lebendig anfühlt, dass es wunderbare Dialoge gibt. Und hier mit Miami sind wir auch mal in einem Ort, wo wir gefühlt relativ selten sind, wenn es um, ja, ich sag mal so, Geschichten geht, um Liebesgeschichten geht. Spielt sich ja viel in den Großstädten der USA ab, oder wir sind dann im Mittleren Westen oder in Texas oder natürlich auch ganz viel so ein bisschen Los Angeles, eher dann die Westküste, natürlich auch New York City mit Boston und oder auch Washington, habe ich glaube ich auch schon 2, 3 Geschichten gesehen, oder natürlich in Kanada. Aber Miami war hier so toll rübergebracht, wo ich wirklich dann auch einfach mal so ein bisschen nachgeguckt habe, wo sind wir unterwegs, wie sieht das dort aus, und das kann man ja dank Internet heute alles machen, und man bekommt einen wunderbaren Eindruck, wie Miami eben einfach ist, wie man da unterwegs sein kann. Und ich hatte da schon gerade auch so ein bisschen durch diesen, ich sag's mal, anfänglichen Luxusaspekt wirklich schöne Gefühle, mochte die Liebesgeschichte sehr und hatte hier wirklich großen Spaß am Lesen. Und ja, ist als Self-Publisher, hat sie ihre Bücher ja, ich glaube, so ziemlich alle, ja, alle verlegt. Ich glaube, noch nichts im Verlag, und da findet sich auf jeden Fall dieses Buch. Dann geht es nach Paris von Adriana Popescu. Paris, du und ich ist ja ein Jugendbuch von Adriana Popescu, und wir begleiten hier eben zwei Jugendliche. Zum einen haben wir Alan, der allerdings nicht so richtig bei Emma ankommt, wie das geplant war, beziehungsweise möchte sie ihn eigentlich überraschen. In Paris fährt er kurzerhand einfach hin, und er hat, soweit ich mich erinnere, dann auch eine Freundin, richtig? Und die heißt dann eben Chloe, und dann sitzt sie gefühlt ohne Geld, ohne irgendeinen Plan in Paris fest und trifft dann auf Vincent, der auch ein bisschen down ist, denn eine romantische Freundin ist abhanden gekommen. Und das Besondere an Paris, du und ich, ist, dass es zwar natürlich ein Jugendbuch ist und man diesen jugendlichen Charme hat, dieses Verliebtsein, das kann Adriana wunderbar beschreiben, so diese erste Liebe, dieses Kribbeln im Bauch, die Schmetterlinge im Bauch, im Kopf, alles ist irgendwie auf wunderbare Gefühle eingestellt. Wir haben hier aber natürlich auch so dieses Thema, dass man eben einfach in einem anderen Ort ist. Wie lebt man da? Wie geht man damit um? Wie kann man Herausforderungen so ein bisschen auch annehmen und meistern? Und diese Kombination, gerade in Paris unterwegs zu sein, fand ich richtig, richtig schön. Ja, auch eine Stadt, in der ich noch nicht war, die ich mir aber auch fest vorgenommen habe. Und ich mochte hier eben auch dieses Umherstreifen in Paris, und das eben durch die Augen von Jugendlichen, weil ich finde einfach, dass das nochmal ein bisschen anders ist, als man erwachsenere Bücher so nimmt, die in Paris spielen und so, dann ist das schon so ein bisschen gefestigt, geerdet, bodenständiger. Und hier ist dieses Verliebtsein nicht nur in den Gegenüber, sondern eben auch in die Stadt so wunderbar spürbar. Und da hat man einfach so, ah, so ein Träumen, so ein wohliges Gefühl, und man läuft einfach so mit und ist irgendwie dabei, und das natürlich durch Paris, das fand ich tatsächlich so, jetzt vielleicht nicht den idyllischsten Ort, aber es ist schon sowas, wo man einfach so ein Wohlgefühl bekommt und einfach so ein bisschen Urlaubsfeeling bekommt, und das hat Adriana hier einfach perfekt auch geschrieben. Und das letzte Buch ist dann 5 am Meer von Emma Sternberg. Von der Autorin habe ich alle drei Bücher als Hörbuch gehört, und das war
war auch, glaube ich, ihr erstes Hörbuch oder ihr erstes Buch, was sie herausgebracht hat. Und hier treffen wir auf Lynn, die ihren Verlobten in Flagranti mit einer anderen erwischt. Dann erfährt, dass sie ein Haus in den Hamptons geerbt hat, dort dann hinreist und dort dann aber entdeckt, oh, da leben 5 sehr lebenslustige Senioren in diesem Haus. Und ein Journalist möchte dieses Zusammenleben der Senioren dann sozusagen auch noch dokumentieren. Und dann wandelt sich hier auch eine Liebesgeschichte an. Ich sehe mich heute noch im Garten liegen und diesem Hörbuch lauschen, diesem wunderbaren Feeling in den Hamptons, diese Strandtage, dieses wunderbare Haus, dieses wohlige Gefühl der 5 Senioren und von Lynn, wo man so eine Mischung irgendwie aus, ja, vielleicht Sex and the City und Golden Girls irgendwie sagen könnte, weil Lynn natürlich schon ein bisschen einen Schwung, einen anderen in diese WG bringt und wir aber gleichzeitig diese wirklich sehr humorvollen, toll gealterten, älteren Senioren hat, die eben einfach ihr Leben noch genießen wollen, die Spaß zusammen haben, die aufeinander aufpassen, die sich kümmern. Und das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Mir hat dann auch das Buch, da ging es irgendwie um den Garten von Emma Sternberg, hat mir sehr gut gefallen und wir waren noch irgendwo. Aber ja, ich habe alle 3 Bücher sehr gemocht, aber für mich das Highlight war wirklich 5 am Meer und das sehe ich wirklich heute auch noch Szenen vor mir und gerade alles, was sich so am Strand abgespielt hat, was in dem schönen Haus irgendwie war und natürlich mit Meerblick, das fand ich richtig schön. Also das sind wirklich 3 Bücher, die mir so vom Wohlgefühl einfach in wunderbarer Erinnerung geblieben sind. Natürlich gibt es auch Bücher, ja, die auf verschiedensten Inseln spielen. Ihr kennt von mir auch die Schwärmerei zu der Romantic Escapes Reihe. Auch Janne Mommsen schreibt tolle Küstenromane oder natürlich auch Jenny Corgan, die auch wunderbar bekannt ist, dass sie da wirklich schöne kleine Städtchen sozusagen kreiert. Aber ich dachte, es sollte natürlich auch ein bisschen etwas Unbekannteres sein, was seltener auf meinem Kanal zu sehen ist. Und das waren jetzt die 3 Bücher, die mich so in Urlaubsstimmung bringen, die mir ein wohliges Gefühl an einem mehr oder weniger idyllischen Ort bringen. Ich hoffe, dass da die Aufgabe ein bisschen erfüllt wurde, ihr da vielleicht jetzt auch ein bisschen Lust habt, mit euren Büchern auf Reisen zu gehen. Vielleicht habt ihr auch einen Buchtipp, um so ein bisschen Urlaubsstimmung zu verbreiten, dann sehr gerne in die Kommentare. Die Bücher sind auch unten verlinkt, zusammen mit der Playlist zu dieser kleinen Reihe. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.